In der vergangenen Woche habe ich mir mal angefangen, spannende ETFs anzuschauen, wo es sich vielleicht lohnt, im Jahr 2021 mal einen genaueren Blick hineinzuwerfen. Heute gibt es den zweiten Teil und zwar schauen wir uns heute mal einzelne Sektoren und Branchen an, die ich besonders spannend finde. Und damit hallo und willkommen beim Finanzdino und viel Spaß bei diesem Video. Wenn du keine weiteren neuen Videos mehr rund ums passive Investieren verpassen möchtest, dann hau doch jetzt schon mal den Abo-Button und aktiviere auch gleich die Glocke. Dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online geht. Und wenn dir dieses Video hier gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du dem Ganzen jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben gibst. Und damit starten wir auch schon mit diesem Video hier. Ohne langes Vorgeplänkel möchte ich auch eigentlich gleich mit den heutigen ETFs starten. Allerdings zwei kleine Sachen noch vorweg und zwar: Letzte Woche hatte ich ja angesprochen, dass es eine kleine Verlosung geben wird, wo ich das extra ETF-Magazin zur Verlosung stelle. Und alle, die daran teilgenommen haben, an dieser kleinen Verlosung, ihr bleibt auf jeden Fall bitte noch bis zum Ende dran, denn dort werde ich das Ganze auflösen und den Gewinner bekannt geben. Die zweite Sache ist, ihr wisst natürlich, wie immer, das Ganze ist hier keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung und seid euch bitte immer bewusst, dass ihr für eure eigenen Anlageentscheidungen verantwortlich seid und auch im schlechtesten Fall euer gesamtes eingesetztes Kapital verlieren könnt. Damit starten wir gleich jetzt mal hier mit dem ersten ETF, den ich mitgebracht habe. Und es ist generell zu den heutigen ETFs zu sagen, es ist nicht so ganz einfach hier oftmals einen Kompromiss zu finden zwischen den wirklich spezifischen Branchen- und Sektoren-ETFs beziehungsweise speziellen Themen-ETFs, da das Ganze doch sehr stark sich eben vermischt. Und ich denke mal, ich habe heute eine ganz interessante Auswahl getroffen und wir fangen auch mal gleich mit dem ersten ETF an und zwar im Prinzip mit dem langweiligen Namen zyklischer Konsum. Hier habe ich mir mal einen ETF von Xtrackers herausgesucht, nämlich den MSCI World Consumer Discretionary. Und nun ja, ein ETF, wo wir die Facts hier auf jeden Fall sehen können. Und was immer so spannend ist, beim zyklischen Konsum in guten Marktphasen ein starker Renditetreiber, aber natürlich eben auch eigentlich ein relativ solides Invest, denn konsumiert wird in irgendeiner Weise natürlich auch immer. Und vor allem jetzt gerade haben wir eine einsetzende wirtschaftliche Erholung, was auf jeden Fall sich auch in der Performance ausgewirkt hat. So hatten wir im Jahr 2018, wo die Kurse ja vor allem zum Ende des Jahres hin stark nach unten gingen, insgesamt nur ein Minus von rund 2%. 2019 und 2020 sind wir weit im Plus gewesen, nämlich einmal mit fast 30% und im vergangenen Pandemiejahr mit über 25%. Es fällt aber sofort auf, wenn wir uns mal konkret auf die Position hier fokussieren. Amazon, wer hätte es gedacht, ist ganz, ganz oben mit dabei, nimmt alleine schon über 20% des ETFs ein. Also wenn man in einer Form schon in Amazon investiert, sei es über einen normalen MSCI World oder wie auch immer als Einzelaktie, dann ist dieser ETF wahrscheinlich eher nicht so eine gute Wahl. Aber wir haben eben einen sehr spannenden ETF, wie gesagt, denn wir haben eben diese top-zyklischen Konsumunternehmen, natürlich Amazon, klammern wir mal aus, mit über 20%, die hier eben schon an Position 1 im ETF drinstehen. Ansonsten Tesla, Home Depot, Nike und LVMH, also wirklich spannende, spannende Unternehmen auf jeden Fall und dementsprechend auch eine starke Performance in der Zukunft, Fragezeichen. Es kann sich auf jeden Fall sehen lassen, wenn wir die vergangenen 5 Jahre uns mal anschauen, mit über 15% pro Jahr. Das ist mal eine richtige Ansage. Und ich denke, der Trend, dass wir mehr konsumieren werden, wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Und insofern ist das hier vielleicht eine spannende Ergänzung fürs Portfolio. Der zweite Teil geht so ein bisschen eigentlich jetzt hier über. Und zwar, wenn wir das Ganze mal konkret auf die Pandemie beziehen, dann hatten wir da einige Gewinner. Unter anderem eben Amazon, der Onlinehandel hat stark geboomt. Und nun ja, deswegen haben wir diesen ETF aus dem E-Commerce-Bereich, und zwar E-Commerce Logistics. Besonders spannend hierbei ist, dass es hier sich um ein ETF handelt von LNG, also Legal in General, ein relativer Nischenanbieter, was ETFs angeht. Das finde ich immer sehr cool, wenn auch so kleinere Anbieter hier spannende ETFs im Portfolio haben. Und generell zu der ganzen Branche zu sagen, ein unglaublicher Corona-Gewinner gewesen. Und auch in der derzeitigen Situation profitiert natürlich der Onlinehandel stark. Vor allem die Geschäfte sind eben zu,
ich denke mal, ihr habt es ja alle mitbekommen, der Lockdown ist noch aktiv und insofern können wir uns jetzt hier darauf einstellen, dass sich der Trend natürlich weiter fortsetzen wird. Man redet ja schon seit Jahren davon, dass der innerstädtische Handel eigentlich verdrängt wird vom Onlinehandel und so wird es sich wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren eben weiter fortsetzen. Wenn wir uns mal konkret diesen ETF hier anschauen, ist es sehr spannend, dass wir eben nicht mal eine Amazon zum Beispiel hier ganz, ganz oben gewichtet haben. Und generell haben wir einen eher Fokus auf Value-Unternehmen mit etwa ein Drittel, die das Ganze hier einnehmen und Growth-Aktien nur mit ungefähr 20%. Und insgesamt ja doch eine ganz gute Mischung von kleinen, mittleren und großen Unternehmen. Das gefällt mir sehr gut, dass wir eben hier nicht so einen reinen Fokus auf die Highflyer eben haben. Und so haben wir hier zum Beispiel auch Unternehmen wie Zalando, die ja im deutschen Aktienindex eher in den kleineren Regionen gewichtet sind und zum Beispiel aus Dänemark AP Møller - Mærsk. Also auf jeden Fall auch hier stark der Fokus auf dieses ganze Handelthema. Mærsk ist ja vor allem, kennt man bestimmt von Container, Schifffahrt und so weiter. Das ist eher im Prinzip so das, wo dieses Unternehmen tätig ist. Ansonsten viele der Unternehmen oder eigentlich die restlichen Top 10 haben mir auf den ersten Blick jetzt nicht weiter was gesagt. Aber hier ein starker Fokus auf das Thema Industrie. Das finde ich in so Sachen immer wirklich unglaublich cool, wenn man hier eben so schauen kann. Ja, hat man auch mal eine zusätzliche Diversifikation, weil Industrie ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt ja so das Ding, was man im Depot die ganze Zeit hat. Insofern finde ich das auf jeden Fall eine sehr spannende Ergänzung hier zum Portfolio. Und wir haben ja auch eben diesen Hype und diesen Trend weiterhin zum Online-Einkaufen gesehen. Insgesamt ein sehr spannender ETF, natürlich mit relativ wenig Positionen, aber dafür eine recht vernünftige Aufteilung, sage ich mal. Die Top 10 nehmen hier gerade mal rund 33% ein. Na klar, bei so einem kleinen ETF, da muss man dann in der einen oder anderen Stelle vielleicht ein paar kleine Abstriche machen. Aber ich finde, im Großen und Ganzen ist es ein spannender ETF, weil wir eben auch nicht diese 0815 Unternehmen drin haben. Den dritten ETF, den ich euch mitgebracht habe, finde ich insofern spannend, weil er eigentlich auch so ziemlich aus dem ganzen Konzept hier rausfällt. Insgesamt bei diesen ETFs finde ich es sehr cool, dass es sich eben nicht so um so Standardprodukte handelt, sage ich mal, um so diese ganz typischen Sachen. Okay, beim ersten ETF hatten wir jetzt eine starke Amazon-Gewichtung. Da sind vor allem diese wirklich hochkapitalisierten Unternehmen am Start. Der dritte ETF, den ich euch hier mitgebracht habe, ist auch wieder so einer, wo wir nicht so einen starken Fokus auf so große Unternehmen haben. Zumindest auf den ersten Blick nicht. Wir haben hier den MSCI Europe Materials, also der Fokus auf das ganze Thema Bauen. Im erweiterten Sinne im Prinzip, na klar, hier das ganze Thema Rohhilfs- und Betriebsstoffe, wie es immer so schön heißt, spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Und ich finde, hier kann man einfach sehen, nun ja, während Corona die Baumärkte hatten offen und auch jetzt ist vor allem für Gewerbetreibende der Betrieb weiterhin am Laufen. Das heißt, wir erleben einen unfassbaren Bauboom, nicht nur im privaten, sondern vor allem auch im gewerblichen Bereich. Also eben dieser starke Fokus hier auch auf die Krisengewinner und natürlich gebaut wird in irgendeiner Art und Weise immer. Die Infrastruktur muss ausgebaut werden, wenn wir jetzt mal allein an die digitale Infrastruktur denken. Es müssen vielleicht neue Rechenzentren gebaut werden. Es müssen einfach eine große Infrastruktur geschaffen werden, von zum Beispiel Straßen, aber natürlich auch von der Erweiterung der Großstädte. Und in dem Sinne haben wir auch gesehen, zu Beginn der Pandemie hatten wir eigentlich in allen Bereichen sinkende Neuausschreibungen von Stellen und unter anderem im Baubereich als einer der wenigen Profiteure hatten wir tatsächlich sogar steigende Bewerbungen bzw. Ausschreibungen von Stellen. Ein sehr interessanter ETF, der sich halt hier vor allem auf Europa fokussiert. Und wenn wir uns mal die Top 10 so angucken, na klar, da sind da eben so Unternehmen wie BASF, Air Liquid und Rio Tinto am Start. Insgesamt eben im Prinzip ja ein super reiner Branchen-ETF mit 98% Fokus auf diese Grundmaterialien, wie es hier heißt. Und dementsprechend auf jeden Fall eine spannende Diversifikationsmöglichkeit. Und ich finde auch von der Performance her kann sich das durchaus sehen lassen. Da hatten wir im vergangenen 3-Jahres-Vergleich eine Performance von 6,77% pro Jahr. Würden wir jetzt sogar noch ein paar weitere Jahre hinzunehmen und das Krisenjahr 2018, das mit rund 14% im Minus abgeschlossen wurde, jetzt hier mal ausklammern, hätten wir auf die vergangenen 5 Jahre ein Plus von über 16% pro Jahr. Das ist mal so ein Überblick hier eben über diese ETFs, die ich besonders spannend finde.
Ich habe schon erläutert, das ist jetzt nicht hier so dieser 0815 ETF, den man sich vielleicht vorstellt, aber genau das macht das Ganze ja aus. Man möchte ja eine zusätzliche Diversifikation und möchte ja zusätzlich ein Nischeninvestment haben. Und hier sind auf jeden Fall spannende Renditen drin, weil es eben ein sehr spezieller Bereich ist und sich jetzt mal nicht rein um die Trendthemen Genomik, Technologie und Digitalisierung handelt, finde ich das eine sehr spannende Sache. Was haltet ihr von diesen ETFs? Schreibt mir da doch mal eure Meinung unbedingt in die Kommentare dazu. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch auch mal einen fetten Daumen nach oben da. Für alle, die an der Verlosung letzte Woche teilgenommen haben, bleibt nochmal ganz kurz dran, denn ich löse das Ganze jetzt kurz auf. Ich blende euch hier den Gewinnerkommentar ein. Ich werde auf jeden Fall auch noch im Laufe des Tages unter diesen ursprünglichen Kommentaren noch kommentieren. Also bitte achtet darauf, wenn ihr eine Benachrichtigung seht, beziehungsweise schaut einfach nochmal nach, ob ihr vielleicht dann der Gewinner seid. An der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für die Teilnahme und herzlichen Glückwunsch an den glücklichen Gewinner. Wir klären das Ganze, wie wir das mit dem Extra Magazin machen, mit der Verlosung, mit dem Verschicken. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, dass ihr mit teilgenommen habt. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Video wieder. Bis dann.